Jugendliche stehen in der heutigen Zeit einfach nochmal ganz anders unter Druck, wie ich das vielleicht früher gestanden bin. Wenn ich mir einfach mal anschaue, die Fotos auf Facebook von jungen Leuten oder die Herausforderungen in der Schule des Lernstoffs, wenn dann die neue PISA-Studie veröffentlicht wird, oft auch fehlende Bewegung, die es ermöglicht, Stress, den ich empfunden habe, auf die eine oder andere Weise zu verarbeiten, das sorgt halt dafür, dass Kinder und Jugendlichen oft mit ihrem Druck auch gar nicht umgehen können. Und Hand aufs Herz, die Gesellschaft und die Eltern können da auch nicht immer unterstützen, die haben ja selber oft ihren Druck. Und wir lösen es dann über Ritalin oder über irgendwelches Wegschauen oder irgendwelche Programme, die noch mehr Druck machen. Also wir leben in einer Gesellschaft, die selber unter Druck steht, die das Bruttosozialprodukt ganz nach oben hängt und die dafür sorgt, dass Leistung zählt, Leistung zählt. Und als Gesellschaft mit dem, was wir denken, was richtig ist, mit den Ellenbogen und all den verschiedenen Herausforderungen, schauen wir eigentlich zu, wie unsere Kinder gerade vielleicht gar nicht so klarkommen. Jedes dritte Grundschulkind hat bereits wirklich Probleme, das Leben zu meistern, den Druck zu meistern, die Herausforderungen zu meistern. Dann stelle ich mir die Frage, ob immer Ritalin die Lösung sein muss oder ob es nicht vielleicht auch Ansätze geben darf, wo wir uns mal mit unseren Kindern befassen, mit der Situation befassen und auch mal Lösungswege beschreiten dürfen, die dann auf lange Sicht fürs Kind im Sinne des Kindes auch funktionieren können. Ich glaube auch, dass es einfach unsere verdammte Pflicht ist, als Gesellschaft hinzuschauen und nicht nur hinzuschauen, sondern auch nach Lösungen zu suchen, Lösungen zu finden und die Lösung auch zur Anwendung zu bringen. Und wir denken, dass wir und wir wissen, dass wir mit unserem Ansatz des IPE-Coachings einfach hier auch einen Hebel gefunden haben, wie wir die Kinder, die Jugendlichen, vielleicht auch die Lehrer und die Eltern trotz der Umstände, in denen wir leben, einfach wirklich sinnvoll zu unterstützen an den Stellen, wo jetzt auch die Unterstützung wirklich gebraucht wird. Das Besondere am IPE-Coaching sind nicht nur die Methoden, die es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch einzeln als Unterstützungsbaustein geben mag. Das Wertvolle am IPE-Coaching ist das Ineinandergreifen von Wirkungsweisen, weil durch das Lösen von Blockaden besteht oft ein ganz anderer Zugang zum Lernen, Lernen und überhaupt zu lernen. Und erst wenn ich eine Blockade vielleicht verändern konnte oder lösen konnte, habe ich mir eine Möglichkeit, anders auf ein Problem zu schauen, durch die systemische Aufstellung, wie wir sie machen, weil ansonsten plötzlich so eine Belastung wieder hochkommt. Und erst wenn wir so eine systemische Aufstellung gemacht haben, macht es Sinn, mal einen Blick in die Zukunft zu gehen, weil ich innerlich anders geordnet bin. Also das sind nur ein paar Beispiele von dem, was IPE auszeichnet. Also die integrative Potenzialentfaltung heißt, wir integrieren Wirkungsweisen fundierter, wissenschaftlich fundierter Methoden hin zu einem Wirkungsfeld, welches das Kind und die Jugendlichen wirklich auch in ihren Alltag integrieren können, sodass sie einen langfristigen Nutzen von einem kurzzeitigen Coaching davon tragen und wirklich auf Dauer uns danach nicht mehr brauchen. Sie wissen alleine für den Rest ihres Lebens, wie sie in ihrem Potenzial sind, wie sie Blockaden lösen und wie sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle bei Herausforderungen ihr Leben auch dann ja in die Hand nehmen und vielleicht auch meistern können. Über die systemische Aufstellung zum Beispiel schaffen wir auch einen Blick von außen auf Problemstellung, sodass die Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen lernen, selber in Lösungsfindungskompetenzen zu kommen. Wir möchten die intrinsische Motivation zeigen, dass so ein Jugendlicher selber merkt, hey, es geht ja in meinem Leben um mich, wo soll die Reise hingehen? Und wir schaffen auch, dass wir den Kindern und Jugendlichen einen Weg in die eigene Ressource wieder zeigen, dass sie nicht nur wissen, wo sie hinwollen, sondern auch spüren, dass sie das können, schaffen, Selbstwert, Selbstbehauptung, Selbstvertrauen. Und diese Kombination individuell, mit jedem Kind auch individuell erarbeitet, liefert eine Unterstützung, wie es in diesem Rahmen aktuell wirklich mit IPE-Coaching den Deckel auf den Topf der Möglichkeiten liefert. Wir haben im Laufe der letzten 10 Jahre über 1650 Kinder- und Jugendcoaches europaweit ausgebildet. Darunter sind auch viele Lehrer, Coaches oder auch Eltern, die aufgrund der Wirkungsweise gespürt haben, wie wertvoll dieser Ansatz ist, dadurch, dass ihre eigenen Kinder oder Kinder in der Klasse oder im Umfeld durch ein Coaching einfach in ihre Potenziale gekommen sind, ihre Blockaden gelöst haben.